Heute sind wir bei uns in der Servicewerkstatt in Freestein, wo wir die meisten Reparaturen, die nicht vor Ort machen können, ausführen. Mein Name ist Florin Vicentini. Ich bin bei Kyburz für die Serviceabteilung zuständig und ich freue mich, euch im TechTalk heute etwas über unseren Webdesk zu erzählen. Mit dem Webdesk können wir und unsere Servicepartner die ganze Administration rund um Reparaturen oder Wartungsarbeit an Kyburz-Fahrzeugen erledigen. Und das ohne Papier. Der einfachste Weg, um euch zu zeigen, wie das mit dem Webdesk genau funktioniert, ist, indem wir gemeinsam einen einfachen Servicefall direkt an dem Fahrzeug durchspielen. Als allererstes möchte ich mal wissen, was habe ich denn da genau für ein Fahrzeug vor mir. Für das tue ich bei dem Fahrzeug die Chassisnummer scannen. Und das System zeigt mir alle Daten, die für mich relevant sind, um das Fahrzeug zu reparieren und auch, um die Reparatur nachher zu verrechnen. Wenn ich mir sicher bin, dass ich das richtige Fahrzeug im System gefunden habe, kann ich direkt in den Servicefall reingumpen. Dann, wenn ich ready bin, um die Arbeiten, die ich ausführen will und ausführen muss, zu erfassen, zeigt mir der Webdesk den Wartungsplan. Im Wartungsplan sind alle die Arbeiten, die man an diesem Fahrzeug durchführen kann, aufgeführt. Ich kann also auswählen, welche von diesen Arbeiten aus dem Wartungsplan muss ich heute machen? Wenn ich bei einer Arbeit mal nicht ganz sicher bin, dann kann ich direkt aus dem Wartungsplan in die Anleitung oder auch in die Videoanleitung kumpen. Da habe ich schnell und einfach die Informationen, die ich brauche, um die Reparatur auszuführen. Wenn ich die Anleitung lese, kumpe ich wieder zurück und wähle die Arbeit entsprechend auswählen. Sobald ich die Arbeiten alle hinzugefügt habe, die ich hier machen will und machen muss, bleibt mir nur noch übrig zu entscheiden, an wer will ich die Arbeiten dann verrechnen. Auch da hilft mir das System wieder ein bisschen. Schlussendlich liegt aber die Entscheidung beim Mechaniker, ob das jetzt ein Garantiefall ist oder eben nicht. Wenn ich jede einzelne Position beurteilt habe und mir sicher bin, dass das alles so passt, habe ich direkt mit dem Webdesk den Kostenvoranschlag oder auch die Rechnung erzeugen und digital an den Kunden oder an Kyburz, wenn es ein Garantiefall ist, schicken. Ich habe also nichts ausdrucken und habe innerhalb von 2 Minuten die ganze Administration zu diesem Servicefall erledigt. In dieser kurzen Zeit, die wir in diesem Video jetzt kennt, habe ich natürlich nur die allerwichtigsten Funktionen können zeigen. Es hat noch ganz viele spannende weitere Funktionen in diesem Webdesk drin, wie zum Beispiel ein Download-Bereich für alle Dokumente oder die Möglichkeit, zum Bilder oder Seriennummern zu jeder einzelnen Position, die ich mache, zu erfassen. Was ich aber auch zeigen wollte, ist der grosse Vorteil des Webdesk, und zwar, dass ich in wenigster Zeit kann direkt am Fahrzeug als Mechaniker die ganze Administration zum Servicefall erledigen. Das freut besonders auch unsere Mechaniker, weil sie ihre Zeit mit Fahrzeugreparieren verbringen können, anstatt mit am Computer hocken und ihre Arbeiten erfassen. Und es freut auch die Umwelt, weil wir einen ganzen Haufen Papier sparen können, dank dem, dass wir die Rechnungen digital einreichen.